Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Der sechste Spieltag steht an. Das erste Mal mit FIFA 20. Freut mich auf jeden Fall, dass es endlich soweit ist. Die zweite und dritte Liga wird es in dieser Woche auf dem Zweitkanal geben. Checkt den also auf jeden Fall oben aus, wenn euch das interessiert. Schauen wir nochmal kurz auf die Partien. Freitagabend Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt, Leipzig gegen Schalke am Samstag, Hoffenheim gegen Gladbach, Mainz gegen Wolfsburg, Augsburg gegen Leverkusen und Paderborn gegen Bayern, Samstag 15.30 Uhr, Samstag 18.30 Uhr, dann Dortmund gegen Werder Bremen. Sonntagnachmittag Fortuna Düsseldorf gegen Freiburg und zum Abschluss am Sonntagabend der 1. FC Köln gegen Hertha BSC. Dann noch ein schneller Blick auf die Tabelle, den dürft ihr euch detailliert gerne in der Pausenfunktion anschauen. Es soll jetzt losgehen mit dem ersten Spiel Union Berlin gegen Frankfurt. Viel Spaß dabei. Let's go! Wer dachte, dass Eintracht Frankfurt aus dem Tritt geraten sei nach dem 0:3 gegen den FC Arsenal, wurde spätestens nach der Partie gegen Borussia Dortmund wieder eines Besseren belehrt. Die Frankfurter oben auf nach dem 2:2 gegen den BVB am Freitagabend an der Alten Försterei, aber keine einfache Aufgabe. Hier scheiterte eben unter anderem Schwarz-Gelb. Die erste Möglichkeit hatte dann dennoch der Gast aus Frankfurt, Philipp Kostic, mit der ersten Möglichkeit. Sein schwächerer rechter Fuß bringt hier aber Rafa Gikiewicz direkt mal richtig in Bedrängnis, kann sich jedoch mit etwas Glück aus dieser Szenerie befreien. Doch die Eintracht spielt dominant von Beginn an. Keine Viertelstunde gespielt und dann so am zweiten Pfosten völlig frei. Da muss man sich schon fragen, wer da zugeordnet war. Dass der Ball nicht reingeht, war einzig und allein Glückssache für die Eisernen. Die Anfangsphase dieser Partie richtig vielversprechend, weil dann auch die Fischer-Elf das erste Mal nach vorne agieren konnte. Ingvartsen und Gentner. Ingvartsen, schöne Bewegung. Schließt dann ab, doch kein Problem für Kevin Trapp. Dann verflachte die Partie auf ziemlich heftige Art und Weise, sodass wir jetzt schon in den zweiten Durchgang springen können. Der erste FC Union Berlin nun mit der ersten Annäherung in die Spitze. Christian Gentner, wenn mal was ging, dann war er der Motor. Akaki Gogia jetzt bedient. Nach 58 Spielminuten zumindest mal wieder ein Abschluss. Doch gefährlich wird es hier für den Kasten von Kevin Trapp in keinem Fall. Doch Frankfurt tat sich jetzt auch mit dem Spiel nach vorne extrem schwer, weil Union das wirklich gut machte und immer wieder selber Nadelstiche setzen konnte. Robert Andrich legt dann nochmal rüber zu Marius Bülter. Starke Parade von Kevin Trapp. Doch der Schuss sowieso aus Abseitsposition gefallen. Da hätte Robert Andrich eventuell den Egoisten machen müssen, aber so blieb es beim 0:0 und in der Schlussminute kam dann nochmal Frankfurt über die rechte Seite. Erik Durm auf Dominik Kohr, der bringt die Flanke in die Mitte und die rutscht irgendwie durch. Und dann Dejan Jovljic mit seinem ersten Bundesligator in der dritten Minute der Nachspielzeit mitten ins Herz der Gastgeber, die hier zumindest einen Punkt verdient gehabt hätten, wenn nicht sogar drei. Am Ende setzt sich aber Eintracht Frankfurt durch. Glücklich, aber eben kaltschnäuziger. Der FC Schalke 04 zu Gast bei RB Leipzig und die Leipziger können von der Tabellenspitze grüßen. Der FC Schalke allerdings auch mittlerweile gut in die Saison reingefunden. Zumindest ergebnistechnisch stimmt da vieles. Spielerisch gegen Mainz war es teilweise noch etwas mager. Da musste es heute gegen Leipzig besser werden. Die Elf von Julian Nagelsmann mit dem ersten offensiven Zeichen durch Diego Demme nach knapp 4 Spielminuten. Der Ball dreht sich dann aber doch recht deutlich noch aus dem Tor heraus. Aber Leipzig war spielbestimmend und der FC Schalke 04 zunächst in der Defensive gefordert, gegen gut und schnell agierende Leipziger zu verteidigen. Nkuku zu Marcel Sabitzer. Ein wunderbares Freistoßtor gelang ihm noch am letzten Samstag gegen Werder Bremen.
Hier scheitert er am gut reagierenden Alexander Nübel, der sich vollkommen zu Recht hier selbst feiert. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel, weiterhin das gleiche Bild. Die Flanke von der rechten Seite von Nübel fürs Erste aus der Gefahrenzone gebracht. Doch Leipzig bleibt dran und dann auch erfolgreich. 37. Minute, Marcel Sabitzer mit seinem 3. Saisontor. Der Österreicher, freigespielt in letzter Instanz von Nkuku. Und dann ist eben Sabitzer da viel zu frei. Schalke in der Szene nicht achtsam genug. Dann kam sie vor dem Seitenwechsel aber auch noch einmal nach vorne. Omar Mascarell steckt zu Guido Burgstaller, der mit der Hacke zu Amina Harit, dem aktuell wohl auffälligsten Spieler bei Königsblau. Der Abschluss für Gulaschi, aber nur eine bessere Aufwärmübung. Dann ging es mit dem 1:0 in die Pause und das war unter dem Strich absolut verdient. Die Leipziger klar die bessere Mannschaft. Doch der FC Schalke 04 in dieser Saison durchaus mit mehr Selbstvertrauen nach vorne. Kenny von Caligiuri bedient. Kenny im Strafraum mit der Flanke und ganz wichtig, dass Upamecano da rangeht. Die Schalker Fans im Block waren dann doch alles in allem recht zufrieden, aber die hundertprozentige Glückseligkeit könnte nur ein Tor herbeiführen. Etwas über eine Stunde gespielt. Amina Harit hier lange im Ballbesitz, sieht dann Mascarell, der zu Kenny. Doch dieser Abschluss hat alles außer Wucht. In der Folge stabilisierte sich auch Leipzig in der Defensive, konnte wieder mehr nach vorne spielen und hatte dann auch hier noch die letzte Möglichkeit der Partie. Lukas Klostermann legt nochmal zurück zu Diego Demme. In der 86. Minute war diese Partie dann aber beschlossen. Lange Zeit hatte Schalke im zweiten Abschnitt das Spiel in der Hand, doch es fehlten die richtigen Möglichkeiten und so verlieren sie hier dann in Leipzig mit 1:0. Da konnte sich Borussia Mönchengladbach gegen Düsseldorf kurz vor Schluss noch aus der Schlinge ziehen und Fortuna Düsseldorf eben besiegen mit 2:1. Knapp, aber unter dem Strich wohl auch verdient. Am Samstagnachmittag dann in Sinsheim wurde es nicht zu einer einfacheren Aufgabe, denn die Sinsheimer zeigten am Montagabend gegen den VfL Wolfsburg, wie gefährlich sie auch Top-Teams werden können. Die erste Möglichkeit hier gehörte dennoch den Fohlen aus Abseitsposition entstanden und somit keine größere Gefahr im Endeffekt für die Gastgeber. Doch die taten sich schwer nach vorne zu spielen und Borussia Mönchengladbach hatte das Heft des Handelns in der Hand. Das ist Stefan Leiner auf der rechten Außenbahn, bringt die Flanke auf den zweiten Pfosten und in letzter Sekunde kommt Posch noch reingeflogen. Ansonsten wäre Embolo da gewesen zum Verwerten. Weiterhin von der Schreuder-Elf nach vorne nichts zu sehen. Gladbach dann auch gute Umschaltmomente, die sie vernünftig nutzen. Das ist Hermann. Durchgesteckt zu Dennis Zakaria. Und dann in der 45. Minute fiel das hochüberfällige 1:0 für die Gladbacher. Das war nicht gut verteidigt. Baumann in der kurzen Ecke sieht ebenfalls nicht gut aus. Und so mussten sie sich dann mit diesem 0:1 aus ihrer Sicht zufrieden geben nach 45 Minuten. Genug Zeit war ja noch. Aber richtig Hoffnung machte der erste Durchgang nicht, was das Spielerische nach vorne anging. Nun aber die Balleroberung von Bebou gegen Dennis Zakaria. Dennis Geiger schnell in die Spitze, aber Pavel Kaderabek überhastet in dieser Situation, schließt er ab und trifft den Ball dann suboptimal, sodass Jan Sommer völlig beruhigt zwischen den Pfosten stehen kann. Halbe Stunde noch auf der Uhr. Borussia Mönchengladbach wollte jetzt ein nachlegen. Stefan Leiner im Strafraum mit dem Ball. Das geht zu einfach, schließt dann ab. Oliver Baumann ist da aufmerksam. Gegen den etwas zu unplatzierten Schuss hält er die Brust rein und verhindert die Entscheidung. Doch Gladbach steckte nicht auf. Wendt auf der linken Außenbahn.
bringt die Flanke von Posch abgefälscht, doch die Rose Elf blieb dran. Hermann, schön durchgesteckt jetzt zu Embolo, der hat nochmal die Übersicht. Florian Neuhaus mit dem Abschluss. Kevin Vogt ist dazwischen, doch am Ende sollte es nicht mehr ausschlaggebend sein für den Ausgang dieser Partie. Hoffenheim über 90 Minuten hinweg fast gesamt enttäuschend. Und somit geht dieser Sieg der Gladbacher absolut in Ordnung. Den haben sie sich hier redlich verdient. Der erste FSV Mainz 05 empfängt den VfL Wolfsburg und das letzte Heimspiel konnte man aus Mainzer Sicht gut gestalten beim Erfolg über die Herthaner und daran wollte man jetzt gerne anschließen. Doch die Wolfsburger in Blau gekleidet waren hier von Beginn an bissiger. Arnold zur ersten Vorlage auf Wout Weghorst. Gefährlich wurde es hier aber noch nicht. Doch immer wieder unnötige Ballverluste bei Mainz im Mittelfeld und Brekalo in dieser Szene bringt den Ball mal in die Mitte. Aaron Martin eigentlich geklärt, doch Zentner mit dem unglaublichen Bock, den Weghorst in der 20. Minute ausnutzen kann. Ein unglaublicher Fehler, der hier bestraft wird. Und die Wölfe konnten jetzt nachlegen. Brekalo mit der Flanke. William mit dem Kopfball doch. Die Szene scheint geklärt. Memedi ist aber am aufmerksamsten. Und bringt dann William nochmal in Position. Nach 32 Spielminuten konnten die Mainzer von Glück sprechen. Nicht in Rückstand, in höherem Rückstand zu stehen. So ging es mit dem 0:1 in die Pause. Doch dann wachte die gastgebende Elf tatsächlich auf. Sandro Schwarz scheint die richtigen Worte gefunden zu haben. Ein völlig anderes Gesicht nun der Heimelf. Das ist Danny Latzer mit dem ersten Abschluss zumindest schon mal. Nach 54 Minuten, sie waren gewillt, nach vorne Akzente zu setzen. Und der VfL Wolfsburg ließ sich tatsächlich auch etwas davon ein. Schläfern und agierte teilweise fahrig, sodass solche Ballverluste hier jetzt mal zustande kamen, wie man sie im ersten Durchgang bei den Mainzern sah. Fernandes hat auch zu viel Zeit. Boetius Schuss abgefälscht von Giavogi vor die Füße von Robin Quaison und der Schwede gleicht in der 64. Minute aus. Es war keine Abseitssituation. Giavogi nimmt sich mit dieser Aktion selbst aus dem Spiel und Perwan ist aus der Distanz gegen diesen platzierten Schuss von Quaison dann ohne eine Abwehrchance. Keine Viertelstunde mehr zu spielen, der Druck wurde jetzt immer größer. Fernandes zu Boetius und die Partie war gedreht. Der VfL wusste nicht, wie ihm geschieht. Und jetzt rannten sie plötzlich einem Rückstand hinterher. Keine 10 Minuten mehr auf der Uhr. Nochmal der VfL. Jetzt mussten sie kommen. Weghorst raus zu Steffen. Die Flanke. Zentner wieder mit so einem Ding. Doch diesmal wird es nicht ausgenutzt. Und dann blieb es am Ende beim 2:1. Der erste FSV Mainz 05 zeigt Moral, dreht in der zweiten Halbzeit richtig auf und damit auch verdient diese Partie. Bayer Leverkusen zu Gast in der WWK Arena in Augsburg und die Leverkusener starteten hier stark rein, denn nach dem 2:0 gegen Union Berlin wollte man gerne nachlegen. Hier bekommen die Fuggerstädter gar keinen Zugriff auf Leon Bailey, der spaziert da durch die Gegend. Amiri Bailey weitergeleitet zu Charles Arangis und in der 7. Spielminute stand es dann schon folgerichtig 0:1. Der FC Augsburg mit dem Albtraumstart. Aber das hatten sie sich selbst zuzuschreiben. Nach vorne war nichts zu sehen. Keine halbe Stunde gespielt und Leverkusen weiterhin im Vorwärtsmarsch. Steh mir bei zu Lucas Alario. So schnell ging es dann. 2:0 in der 28. Spielminute. Und der FC Augsburg wirkte
als könnte er sich davon nicht mehr erholen. Und so ging es dann mit dem 0:2 auch in die Pause. Sie hatten Glück, dass Leverkusen noch nicht alles klar machte. Dennoch dieser Vorsprung absolut verdient. Dann auch die Augsburger endlich mal nach vorne. Dazu brauchte es dann diese Aktion von Finn Bogason, der auch eiskalt bleibt und mit dem ersten richtigen Torschuss der Partie für den FCA den Anschlusstreffer markiert. Leverkusen auf dem falschen Fuß erwischt, das unter Peter Bosz ja nicht unbedingt eine Neuheit. Und das 1:2 beflügelte sie jetzt. Vargas mit der Seitenverlagerung zu André Hahn. Finn Bogason zu Niederlechner. Doch Radetzky packt fest zu und kann alles bereinigen. Doch Leverkusen lernte nichts draus, stand wieder sehr offen. Finn Bogason zu Florian Niederlechner und dann der Ausgleich. 84. Minute, das vierte Saisontor bereits für den Neuzugang. Und Bayer Leverkusen schien hier alles zu verspielen. Hatte dann in der 90. Minute aber zumindest nochmal die Möglichkeit über eine Standardsituation. Kai Havertz legt ihn sich zurecht. Und dann ist es Lucas Alario, der den Kopf nochmal aus der Schlinge ziehen kann für den kompletten Verein. Und den zweiten Pfosten trifft. Von da geht der Ball dann rein. Gregoritsch ist dicht dran, aber kann's nicht verhindern. Und so gewinnen die Gäste mit Ach und Krach dieses lange schon sicher geglaubte Spiel doch noch knapp mit 3:2. Bitter für Augsburg ist es aber allemal. Der SC Paderborn hat bislang in der Bundesliga zu Hause einmal gegen die Bayern gespielt. Dort gab es eine richtige Packung. Am Ende bedankte sich André Breitenreiter für diese Erfahrung. Das ist nicht der Anspruch von Steffen Baumgart. Und so war Paderborn hier von Beginn an mutig und hatte dann auch die erste Möglichkeit. Schon die 22. Minute. Die Bayern kamen richtig langsam in die Partie rein und hatten Glück, dass Michel hier im Abseits stand. Doch es veränderte sich dann erstmal nichts. Kein Schockmoment, kein Aufbäumen. Vasiliades hat die Übersicht und Oliveira Sosa nimmt Dräger mit. Mit der Flanke zu Ben Zulinski. Nie so 100% zwingend, aber Paderborn dominierte die erste Halbzeit und das war doch ein relativ überraschender Befund. Doch der FC Bayern natürlich jetzt mit einem ganz anderen Gesicht im zweiten Durchgang. Vielleicht tatsächlich in Anbetracht einer gewissen Leichtigkeit oder eines Unterschätzens. So Joshua Kimmich dann mit dem ersten dicken Ausrufezeichen nach einer knappen Stunde, der dann aber eben nur das Aluminium trifft. Glück für Hut im Kasten der Paderborner, der hier fast mit dem ersten Torschuss den ersten Treffer kassiert hätte. Doch Paderborn wirkte jetzt gehemmt durch diesen Abdruck von Kimmich und so dominierten nun die Bayern. Lewandowski mit der Flanke, die ist abgefälscht. Coutinho nochmal raus zu Perisic. Coutinho, sie näherten sich an. Stück für Stück, doch langsam lief ihnen auch die Zeit davon. Hier ist es Hünemeier, der Coutinho noch gerade so an einem gefährlicheren Abschluss hindern kann. Keine 20 Minuten mehr auf der Uhr. Der SC Paderborn aber mit Problem, diese Szene zu klären. Robert Lewandowski und Joshua Kimmich steckt zu Philippe Coutinho. Nochmal rübergelegt zu Serge Gnabry. Und da war dann der Treffer. Erstes Saisontor für Serge Gnabry. Und eine Viertelstunde vor dem Ende dann die Erlösung. Der SC Paderborn konnte sich davon nicht mehr erholen. Bayern versuchte es nochmal einen draufzulegen, um es standesgemäß zu machen. Da ist Serge Gnabry, bringt Tolisso nochmal ins Spiel. Gnabry scheitert aber an Hut, der eine gute Leistung dann lieferte am Ende. Doch das 0:1 auch nicht verhindern konnte. Und somit stand
am Ende des Tages ein 0:1. Der SC Paderborn insbesondere in Durchgang 1 wacker geschlagen, doch der FC Bayern München war die Szene dann am Ende, die es entschied, wacher. Am Samstagabend empfing der BVB den SV Werder Bremen und die Gäste nach wie vor verletzungsgebeutelt, zumindest Nuri Sahin nach Gelb-Rot-Sperre wieder mit dabei. Doch die Schwarz-Gelben waren hier von Beginn an die bessere Mannschaft. Reus legt zu Jadon Sancho, da ist die Flanke perfekt auf Axel Witzel und Pavlenka mit einer sehr guten Reaktion fährt da die Hände aus und kann den frühen Rückstand gerade so vermeiden. Der SVW wird sich an das Pokalspiel hier erinnern und so legten sie dann auch mutig nach vorne los. Nach einer knappen Viertelstunde das erste Zeichen, das ist Sargent, der sich im Kopfballduell gegen Ex-Bremer Thomas Delaney durchsetzen kann, der so unglücklich zum 2:2 ins eigene Tor schoss gegen Frankfurt, dass am Ende eben nur ein Punkt da stand. Doch daran wollten sich die Dortmunder nicht mehr lange erinnern und spielten nun wieder mutiger nach vorne. Paco Alcácer legt zu Julian Brandt, der heute für Hazard in der Startaufstellung war und dann ein ganz feines Füßchen des Spaniers. Pavlenka wäre ohne Chance gewesen, doch das Aluminium steht dem Glück hier im Weg. Nach 45 Minuten stand es dann torlos 0:0. Bremen etwas glücklich in der Situation, dass es noch nicht in Rückstand geraten war. 50. Minute, Eckball von der rechten Seite. Marco Reus legt sich den Ball zurecht. Und da ist dann auch ein Dortmunder am ersten Pfosten zur Stelle. Axel Witzel kann ihn jedoch nicht gefährlich aufs Tor bringen, wird da von Friedl auch noch behindert. Etwas über eine Stunde gespielt. Der BVB wurde nun noch zwingender. Guerrero auf der linken Seite mit der Flanke. Bargfrede klärt es nicht gut genug. Delaney, Witzel weitergeleitet zu Marco Reus. Und in der 66. Spielminute die Erlösung für die 25.000 auf der Südtribüne und die restlichen 10.000 auf den anderen Rängen. Eine bittere Pille für Bremen, doch sie steckt nicht auf. Kam jetzt über Eggestein. Sargent liegt zu Rashica. Aber mehr als eine bessere Rückgabe war das dann auch nicht. Zudem stand er noch knapp im Abseits. Treffer hätte also so oder so nicht gezählt. Der BVB wollte jetzt alles klar machen. Piszczek nochmal zu Delaney, der mit dem Lupfer. Da ist dann Gebre Selassie und es wurde Elfmeter gepfiffen, eine undurchsichtige Szene, aber hier kratzt er den Ball wohl mit der linken Hand vom Dortmunder Kopf. Und so die Möglichkeit für Marco Reus, alles zu entscheiden und das tat er dann auch. 3. Minute der Nachspielzeit, der BVB gewinnt diese Partie, verdient, zieht die 3 Punkte ein, ganz wichtig für die Moral, aber auch tabellarisch ein essentieller Sieg. Der SVW schlug sich tapfer, konnte aber dann am Ende eben nichts mitnehmen. Fortuna Düsseldorf sah gegen Borussia Mönchengladbach lange Zeit sehr gut aus. Am Ende ging man mit leeren Händen nach Hause und das war für die Elf von Friedhelm Funkel ein harter Schlag. Nun zu Gast der SC Freiburg in der Düsseldorfer Arena. Nach 10 Minuten gab es dann die erste Chance für Nils Petersen und Zach Steffen zeigt mal, was er für eine Qualität an den Tag legen kann. Super Reaktion. Viel Zeit hat er da nicht, die Pranke auszufahren. Er schafft es dennoch, wehrt zum Eckball ab. Aus dem resultierte dann nichts. Der SC Freiburg hatte die Chancen, obwohl Düsseldorf mehr oder weniger das Spiel an sich nahm. Kam dann hier in die nächste gefährliche Position. Petersen steckt durch zu Gondorf. Steffen hält den Ball und dann Eihahn, der ihn eigentlich klären kann. Doch er behindert sich mit Steffen. Und Jonathan Schmid ist Nutznießer dieser äußerst unglücklichen Szene. Und sowas macht den Trainer auf der Bank natürlich verrückt. Da hilft kein taktisches Mittel gegen solche eklatanten Absprache, Probleme.
Doch Düsseldorf davon beflügelt, kam jetzt auch mal zu Möglichkeiten und viel fehlte nicht. Doch Robin Koch schmeißt sich hier in den Schuss. Verhindert hier in letzter Instanz den Ausgleich von David Kownacki. Somit musste Düsseldorf dieses 0:1 zur Pause erstmal hinnehmen. Der Treffer äußerst unglücklich, aber es war noch genug Zeit zur Korrektur. Doch Freiburg steckte logischerweise auch nicht auf, spielte weiter nach vorne. Gondorf stark zu Petersen und jetzt hatte er seinen Treffer. 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Nils Petersen schickt Freiburg auf die Siegerstraße. Doch das ist nicht die Mentalität von Fortuna Düsseldorf aufzustecken. Die nächste Aktion nach vorne gehörte ihm. Gieselmann und dann Kownacki. Doch Schwolo ist auch ein überragender Typ in überragender Form. Liefert hier ab, Woche für Woche, verhindert das 1:2. Dann aber ein Abspracheproblem auch mal bei Freiburg und den kann Kenan Karaman ausnutzen. Und in der 84. Minute markiert er mit seinem zweiten Saisontor das 1:2 und die Hoffnung bei den Fortunen war zurückgekehrt. Steht dann zu frei am zweiten Pfosten. Der SC Freiburg, aber auf solche Situationen vorbereitet, brauchten das nur noch über die Zeit zu schunkeln. Nachspielzeit lief bereits. Dann Adams mit diesem Querschläger und Höhler mit der Entscheidung. Zweite Minute der Nachspielzeit. Mit einem Flugkopfball regelt er das hier. Steffen kommt nicht mehr ran, muss traurig hinterher schauen, wie das 1:3 markiert wird. Fortuna Düsseldorf hätte sich einige individuelle Fehler sparen können, dann wäre hier auch zumindest ein Punkt drin gewesen. Der 1. FC Köln wird aktuell viel gelobt, doch punktetechnisch sprang da bislang noch nicht so viel raus und gegen Hertha BSC, die zuletzt dann auch mal gewinnen konnten gegen Paderborn, wurde es ein schwieriges Unterfangen am Sonntag. Frühabend, das ist Luke Bacchio, der den Ball im 16er hat und Andrej Duda plötzlich frei aus 6 Metern mit der Drehung und dem Treffer. Das erste Saisontor, aber das ist zu einfach für Luke Bacchio. Andrej Duda dreht sich stark auf der Stelle und lässt Thorn aus kurzer Distanz keine Chance zur Abwehr. Dann der Flankenwechsel von Luke Bacchio. Dill Rosun auf der linken Seite mit Marvin Plattenhardt, die Flanke und dann Marco Grujic mit dem Kopfball in der 19. Minute. Die erste Halbzeit ging hier klar an die Gäste aus der Hauptstadt und sie wollten noch einen drauflegen. Halbe Stunde knapp gespielt, Duda mit dem weiten Ball zu Luke Bacchio. Der hat Zeit mit dem Ball am Fuß, Dill Rosun, Horn vor die Füße von Davy Selke. Und so stand es nach 33 Minuten 0:2. Das erste Saisontor für Selke, der hier einfach am schnellsten schaltet. Und den 1. FC Köln erstmal ins Tal der Tränen stürzt. 0:2 nach 45 Minuten. Ein äußerst unbefriedigendes Resultat für die Gastgeber, die sich nun aber aufbäumten und den Punkt zumindest ergattern wollten. Cordoba legt raus zu Bader für den gesperrten Isibue in der Startaufstellung. Doch Klünter passt am zweiten Pfosten auf. Doch die Kölner Fans wussten, ihre Mannschaft haute jetzt vieles rein. Einzig und allein gelang noch nicht so viel in Abschlussposition. Und Hertha konnte jetzt folgerichtig kontern. Plattenhardt mit der Flanke, Andrej Duda mit der Direktabnahme. Doch Timo Horn ist da und fängt den Ball ohne Probleme ab. Die Zeit wurde knapper und knapper. Köln kam nochmal. Jetzt müsste der Anschluss her. Jean Cordoba alleine vor Rune. Jahrstein bleibt er, aber nicht cool genug. Und dann können sie es klären. Das wäre es nochmal gewesen hier für eine spannende Schlussphase. Doch die Szene wurde entschärft und so gewinnt zum Abschluss des 6. Spieltags die Hertha zum 2. Mal in Folge. Köln
tritt damit weiterhin auf der Stelle. Dann schauen wir noch einmal kurz auf die Ergebnisse. Union Berlin gegen Frankfurt 0:1, Leipzig gegen Schalke 1:0, Hoffenheim gegen Gladbach 0:1, Mainz gegen Wolfsburg 2:1, Augsburg gegen Leverkusen 2:3, Paderborn gegen Bayern 0:1, Dortmund gegen Bremen 2:0, Düsseldorf gegen Freiburg 1:3 und Köln gegen Hertha 0:2. Ein kurzer Blick auf die Tabelle. Erster ist der Rasenballsport Leipzig. Zweiter Bayern, dritter Dortmund, vierter Freiburg, fünfter Gladbach, sechster Leverkusen, erster nicht-europäischer Rang Schalke, achter Frankfurt, neunter Wolfsburg, zehnter Hertha, elfter Bremen, zwölfter Mainz, 13. Hoffenheim, 14. Augsburg, 15. Düsseldorf. Auf dem Relegationsrang dann der erste FC Union Berlin, 17. ist Köln und 18. der SC Paderborn. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video und tschüss.